Hallo liebe Leute, willkommen zu Let's Play Terranigma von Shadowlord. Wie ihr sehen könnt, bin ich hier immer noch bei Zone Nummer 5, weil wir kriegen, weil noch etwas passiert, bevor wir nun zu unserem Dorf zurückkehren. Wir werden jetzt nämlich noch zwei geheime Kontinente erretten. Dafür musste man aber zuerst halt alle Türme geschafft haben. So, wo sind unsere geheimen Gebiete? Sind ja wieder schon geheim? Ein weiß ich ziemlich genau, wo der ist. Beim anderen bin ich mir nicht ganz sicher. Also werde ich das erstmal ein bisschen rumsuchen müssen. So, halt diese Geheimkontinente sind halt dafür da, weil es halt für ein paar geheime Missionen hat. Und hier haben wir unseren ersten geheimen Kontinent. So. So, hier ist einfach nur ein bisschen Fels verschieden. So. Dahin. Dort sehen wir nochmal diese Kontinenttür. Die geht jetzt auf. Wir sehen nochmal unsere Weltenkarte. Wir sehen nicht, dass etwas auftaucht, aber kehrt aus den Tiefen des Meeres an die Oberfläche zurück. Was meinen die mit Mu? Also, meines Wissens ist Mu sozusagen Japan. Ich weiß aber nicht ganz genau. So, und das war dann Gebiet Nummer 1. Dann fehlt aber noch Gebiet Nummer 2, was ich schon vorher erwähnt habe. So, aber da bin ich mir nicht ganz sicher, wo das jetzt ist. Ich glaube aber nur, das war irgendwo in der Nähe vom zweiten Turm. Bin mir aber nicht sicher. Oder war es nicht? Hier haben wir den zweiten. Das war oben. Das war unter dem zweiten. Sehen. Wir werden halt vorhin sehr mein einsehen konnten, die können halt so ein paar Zentimeter nur ein Feld weiter sein, schon kommt immer rein. Also das ist wirklich toll. War das vielleicht unter des fünften Turms? Also das war jetzt der dritte Turm, ja, mit dem vierten. Oder. Alter, da ist das! Da ist das! Haha! Unter des vierten ist das. So. Hier sehen wir nochmal ein Video sozusagen. Hier haben wir nochmal ein paar Gegner. Unter anderem halt einen Dämonenmutter. Nochmal Dämonenmutter. Weil ich hier total gar kein Problem habe mehr. So, und. Naja, jetzt sehen wir halt nochmal ein paar weitere von diesen Feuergeistern. Die müssen wir auch noch kaputt machen, einfach mal so etwas verspannen. So, dann kommt mal rüber. So, die kann man nicht nur irgendwie da auch einfach das Gold rein, aber was soll's. So, erledige ich einfach gerüstet. Nun, das ist nicht nötig, um die Tür aufzumachen, aber ein bisschen schöner. So, Tür auf, zwei geheime Kontinente oder Länder errettet. Polynesien kehrt aus dem Tiefen des Meeres an die Oberfläche zurück. Polynesien. Was meinen wir Polynesien? Ich glaube, die meinen damit so die karibischen Inseln. Tunesien halt. Also diese Inselstaaten. So, nun kehren wir nach Christa zurück und lassen uns feiern. Aber was weiter mit der Wächterwelt? Wir sollen noch ein letztes Mal nach Christa kommen. So, das werden wir jetzt alles erfahren. So, erstmal zu unseren Weisen. Da weiß so viel. Hallo Weiser! Ach, du hattest Erfolg. Du warst Zeuge der Wiederkehr der Kontinente jedes einzelnen Turms. Doch nun ist das Land, ist neu erstanden. Frage Nummer 1. Woher weiß er, dass wir die Kontinente gerettet haben? Hat kein Wort erzählt. Frage Nummer 2. Was meint er damit? Es gibt noch kein neues Leben. Was meint er damit? Ark, ich möchte dir etwas zeigen. Lass es doch draußen gehen. Draußen gibt es in östlicher Richtung eine tiefe Erdspalte. Folge mir! Ja, Meister. Wir folgen dir, sobald wir uns mal wieder bewegen dürfen. Aber vorher besuchen wir noch Melina. Richard. Und immer noch kein Fußball. Mann, ich will wieder Fußball spielen. So. Nein, bitte, komm nicht rein. So, was hat die denn jetzt schon?
alle Zeit. Tut mir leid. Ich kann dir nicht in die Augen sehen. Ich kann nicht in die Augen. Ich habe gehört, dass du von hier weggehst. Mein Lachen sollte dich begleiten. Aber mir ist... Ich weiß nicht warum. Aber ich muss weinen. Warum wohl? Du bist verknallt, du blöde Pute. Aber eines Tages wirst du sicher zurückkehren. Bis dahin werde ich warten. Ich bin sicher, dass ich an diesem Tag auch wieder wachen kann. Komm bald zurück. Gute Reise. Ja, sehr betreuend eigentlich. Ja, da kommt das, wenn ich das jetzt vorlese, nicht wirklich gut rüber. Das ist halt so der Abschied von einer geliebten Person. Jeder hat das schon mal durchmachen müssen. So, bevor wir nun in die Oberwelt gehen, gehen wir erstmal einkaufen. Kommen wir mal von den Wunder. 8 Stück können wir kaufen. Weil man kann insgesamt 9 Stück halten. So, wir kaufen uns gleich mal Gegengift, das werden wir brauchen sehr häufig. So, eingekauft haben wir. Und nun sind wir bereit, Christa und die Unterwelt zu verlassen. Weil jetzt betreten wir die Oberwelt. So, da wo vorher, weißt du, was der Fleck war, haben wir jetzt ein Dings. Der Erdspalt. Dort haben wir den Weißen. Der Erdspalt führt zur Oberwelt. Es ist ein seltsamer Ort. Ein riesiger Ozean mit vielen Inseln. Weit stand die Welt in Blüte, reich an Tieren und Pflanzen. Und zurück in nur ödes Land. Ich wünschte, wir könnten die Oberwelt wiederbeleben. Unglaublich! Ich würde gerne versuchen, um dir zu helfen. Ja, ich fühle, dass ich dazu bestimmt bin. Hör meine Worte! Ark, begib dich zur Oberwelt und versuche, sie zu retten. Dort angelangt kannst du nicht zurück, bis alles vollbracht ist. Bist du bereit? Nein, noch nicht. Jawohl, wir sind vollkommen bereit, dafür haben wir gerade gekümmert. So, warum sollten wir die Oberwelt retten, wenn wir in der Unterwelt eigentlich ein gutes Leben führen? Weil das Spiel nämlich schon längst, jetzt schon lange vorbei wäre und es einfach keiner gekauft hätte. So soll es sein. Kehre zurück, wenn du dich ausgeruht hast. Können den Erdspalt noch nicht betreten, weil wir vorher erstmal noch pennen sollen. Ja, keine Ahnung warum. Ah, wahrscheinlich wieder für eine Cutscene. So, Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, liebe Leute, heute ist die letzte Nacht hier. Wir werden uns bald nicht mehr sehen. Schlaf. Okay. Warum zum Teufel kann ich jetzt nicht raus? So, okay. Zweiter Versuch. Eigentlich schon fast dritter. Wenn ich jetzt einfach nur nicht geklappt habe, weil ich eine scheiß Taste verwechselt habe, drehe ich am Rad. So, Erdspalt, Weiser. Ja, okay. So. Halt die Schnauze, ich will da rein. Ja, ich bin bereit. Ach, verdammt, ich hab echt die falsche Taste gedrückt. Scheiße! Lass mich dir noch einen Rat geben. Der Kristallspeer aus der Truhe besitzt nur hier die Kraft, dich zu heilen. In der Oberwelt verlierst er sie. Ja, deswegen habe ich hier gleich mal einen neuen Stab geholt, weil da können wir ausrüsten, sind wir stärker. Weil, was nützt uns der Kristallstab, wenn der schwächer ist, wenn er sich heilen kann? Dort musst du Heilknollen benutzen, um deine KP aufzufüllen. Setz deine Heilknollen weise ein. Weise wirkt sie ein langes Leben gewiss. Sieh dir Gefahr ins Auge und du wirst allein alle Prüfungen meistern. Genug der Worte. Geh nun! Ja, und auf Wiedersehen, Weiser. Und ich wollte noch eins sagen. Du stinkst!
Wirbel, Wirbel, Zwirbel, Wuschi, Waschi, Wischi, Schleudergang, Arg fällt hinein und landet in der Oberwelt. Interessanterweise, man ist in der Unterwelt und man kommt jetzt nicht an die Oberwelt. Wir zurück. Kapitel 2, Fauna und Flora. Ja, in Kapitel 1 haben wir die Kontinente errettet, Kapitel 2 erretten wir Flora und Fauna. Fauna und Flora. Flora und Fauna, Pflanzen und Tierwelt. Also Fauna, Tier, Flora, Pflanzen. Portal. Was ist geschehen? Langsam öffnet Ark die Augen und erblickt ein Land ohne Leben. Ungefähr wie das in der Unterwelt, nur bisschen farbiger vielleicht. Ich bin an meinem Bestimmungsort angelangt. Es gibt kein Zurück mehr. Was für eine traurige Welt. Rote Steppen, klamme Luft, kein Zeichen von Leben. Wie soll ich die Welt von ihrem Elend befreien? In dem Moment meldet sich wieder Fluffy sofort. Der fliegende Pokémon. Knage dich, mein Freund. Lass uns nachdenken. Ich wurde auserwählt, diese Welt zu erlösen. Ich bin meiner Verantwortung wohl bewusst. Doch liegt die Rettung wirklich in meiner Macht? Du wirst es nicht erfahren, solange du hier stehst und redest. Ja, knappe Worte, aber richtige Worte. So, das ist der Erdspann, den wir nicht mehr. Der wirklich nicht. Wir kommen erst wieder zurück, wenn er alles erledigt ist. Speicherpunkt. Und hiermit beende ich diesen Part. Level 7, 1 Stunde 28. Liebe Leute, ich wünsche euch dann noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne gute Nacht. Wir sehen uns wieder, wenn wir Flora und Fauna erretten. Macht's gut, tschüss!